Wolfgang Hese beim Westfalenblatt im Interview im Trainingslager in Österreich. Die neue Nummer 1 oder wie ist der Stand? Ja, ich glaube, dass es ja wohl klar sein muss, dass ich nicht als Kapitän und Führungsspieler von Fürth irgendwo hinwechsle, um auf der Bank zu sitzen, dass ich natürlich spielen will, aber klar ist auch, dass man Leistung bringen muss. Daniel Dabari ist dein Konkurrent, wie ist das Verhältnis? Ja, sehr gut, wir verstehen uns sehr gut, auch Nico gehört noch zum Torwartteam und ich glaube, dass wir uns da, was die Torwartstärke bei Bielefeld betrifft, da nicht verstecken müssen in der Liga. Du hast in Hamburg gespielt, Europapokal gespielt, mit Fürth erste Liga gespielt, jetzt bist du bei Aufsteiger Arminia, was sind die Ziele, mittel- und langfristig? Ja, erstmal diese Saison, dass man möglichst mit dem Klassenerhalt und mit dem Abstieg nichts zu tun hat, dass man da eine sehr solide, eine sorgenfreie Saison spielt und dann mittelfristig, glaube ich, ist natürlich für jeden Fußballer das Ziel, dass man so hoch wie möglich spielt und das heißt dann erste Liga irgendwann. Wir sind hier in Lienz in Österreich im Trainingslager, seit Montag seid ihr da. Es ist sehr warm, wie ist es sonst hier? Ja, so ist es. Das Panorama, die Umgebung ist natürlich super hier. Natürlich fürs Training wäre es wünschenswert, wenn es etwas kühler wäre. Aber das kann man nicht ändern. Vielleicht kommt es noch in den nächsten Tagen. Aber so das Hotel, die Plätze sind super. Deswegen können wir uns da nicht beschweren. Hast du dir die Termine, wenn es gegen Fürth geht in der zweiten Liga, schon besonders markiert im Kalender? Naja, besonders markiert nicht. Natürlich habe ich geschaut. Ich glaube, gegen Fürth spielen wir Anfang November in Fürth. Da wäre es mir persönlich natürlich sehr wichtig, dass wir die 3 Punkte mitnehmen. Arminia hat ja an dich keine guten Erinnerungen. Vor 2 Jahren als Aufsteiger der Start in Fürth gegen 0-2 verloren. Arminia hatte ungefähr 5 klare Chancen, aber immer stand ein gewisser Wolfgang Hesel im Weg. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich ab jetzt der Arminia helfen kann, da auf dem Platz, dass wir dieses Spielchen dann umdrehen und ich so einige Torschüsse verhindern werde. Vielen Dank.